Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Risen. Ja Leute, wir stehen hier immer noch in der Gosse und müssen die olle Bertha töten. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir das anstellen sollen. Ich überlege gerade, ob, wenn ich hier oben reinrenne, kommen die dann und wollen mich hier rauswerfen. Ich meine, hier pennt schon eine Wache. Ah ja. Ja, hau nur ab. Tja. Du vergreifst dich an unserem Vieh? Na, warte. Okay, die haben es alle mitgekriegt, natürlich. Das ist alles schwierig. Wie wär's denn mit... hier irgendwie? Nein, das geht nicht. Oder doch? Und da ist ein Fiedel. Okay. Raus! Jetzt verschwinde endlich! Du willst doch geschlagen werden! Bin schon weg! Hau schon ab! Weg mit dem Ding! Niemand schlachtet ungestraft unser Vieh! Okay, soweit so gut. Ja. Aua! Jetzt hänge ich hier fest! Och nee, das ist doch nicht wahr! Okay, gucken wir mal. Den Bauer werde ich ja wohl platt machen. Na komm. Okay, das lief besser als erwartet. So. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mehr irgendwie sauer. Der liegt da natürlich immer noch am nächsten Tag. Hallo? Kannst du aufstehen? Nichts zu holen. Ist der jetzt verbuggt? Ich glaub, okay, doch nicht. Die Tiere sind mir wichtig. Ja, wichtiger ich hab... als du. Ja. Gut, okay, darum habe ich auch gerade eins getötet. Okay. Hat das auch geklappt? Dann düsen wir jetzt mal zurück ins Reichenviertel und packen ihm den Kuhschädel ins Bett, würde ich sagen. Gibt's hier nicht irgendwie eine Abkürzung? Muss ich immer außen rumlaufen? Ich glaube schon, oder? Na gut. Ich überleg gerade, ob ich heute mal in den Geheimgang beim Bordell gucke. Ich denke mal, den findet man sonst eben nur, wenn man hier für die Banditenaufgaben erledigt. Und so kommt man vermutlich auch aus der Stadt raus. Und wenn ich für den Orden bin, komme ich vermutlich nur raus, wenn ich mich den anschließe und der mich zur Vulkanfestung schickt. Und dann habe ich Angst, dass ich keine Quests mehr im Banditenlager erledigen kann. Irgendwie. Müssen wir mal schauen. Er gibt mir aber auch den Auftrag irgendwie hier, was mit den Banditen noch rauszufinden. Wenn ich mich denen anschließe. War das? Nee, Moment, das ist das falsche Haus. Sorry. Dann nimm dich hier. Ja, Moment. Was suchst du hier? Gar nix. Falsches Haus. Ich werde dir doch besser gar nix. Auf die Finger schauen, solange du hier bist. Was willst du hier? Hey, ich verstehe nicht, warum die schon triggern, wenn ich nur vor die Treppe gehe. Was soll denn das? Was hast du hier zu suchen?
So. Tudum. Jetzt werden die auch bestimmt niemals erfahren, dass ich das war. Was willst du hier? Gar nichts. Okay, ich muss vermutlich dann irgendwie einmal pennen. Das ist die Elsa. So. Aber was muss ich denn bei ihm machen, um ihn auszuplündern? Dein Schmied arbeitet ziemlich hart. Tja, die Geschäfte laufen gut. Viel Arbeit, aber auch viel Gewinn. Du solltest Walter eine Pause gönnen, sonst bricht er noch zusammen. Ach was, er ist stark wie ein Oger. Aber auch ein Oger kann nicht ewig arbeiten. Hm, weißt du was? Du hast recht. Aber die Arbeit muss trotzdem getan werden. Was brauchst du? Hier im Händlerviertel laufen zwei Knechte rum. Und hier ist ein Beutel voll Gold. Finde die Knechte, bezahl sie und sag ihnen, sie sollen für mich arbeiten. Und dann gönnst du Walter eine Pause. Er soll noch den Klingenstab für Marcello fertig machen. Dann kann er sich ausruhen. Okay, Knechte. Und vermutlich die Jungs, die hier irgendwie am Rumfegen und sowas sind. Wo fegen die denn nochmal? Da fegt einer. Hey, es gibt Arbeit. Was? Alvaro hat Arbeit für dich. Der Alte schickt dich? Was will er denn? Es gibt einiges zu schleifen. Ach so, na dann. Okay, Nummer eins. Wo ist der zweite? Ich dachte irgendwie, der steht hier schon direkt an der Schmiede rum, aber... Irgendwie... Wohl nicht. Oder fegt er hier? Nee, da hockt er. Hey, du. Es gibt Arbeit für dich. Hä? Alvaro braucht jemanden, der Holz hackt. Oh. Na gut. Dann werde ich gleich mal loslegen. Ich finde ja gut, dass Alvaro mir gar nicht gesagt hat, was es zu tun gibt. Und dass von den 120 Goldstücken ich einfach 20 in meine eigene Tasche schmuggle. Die Knechte arbeiten. Ausgezeichnet. Weißt du was? Weil du dich so für Walter eingesetzt hast, darfst du den Rest des Goldes behalten. Ach so. Wie überaus großzügig. Was erwartest du? Ich bin Geschäftsmann. Wenn du betteln willst, geh in die Gosse. Zu Meister Belschur. Na. Gute Nachrichten. Tatsächlich? Alvaro sagt, du kannst ein paar Tage freimachen. Wirklich? Hört sich so gar nicht nach ihm an. Er will nur, dass du den Klingenstab für Marcello fertig machst. Oh, das ist gut. Den Stab habe ich fertig. Der liegt längst im Keller. Tja, dann danke für deine Hilfe. Wenn du mal was brauchst. Ich komme drauf zurück. Hey Mann, danke für die Pause. Eine Hand wäscht die andere. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Kannst du mir das beibringen? Um den Klingenstab für Marcello. Aber das ist doch Artefakte. Speichere mal lieber, bevor ich nur eine Sache machen kann. Worum kannst du mir was beibringen? Wenn du die nötige Erfahrung und eisernen Willen mitbringst, zeige ich dir die Schmiedekunst. Okay. Bearbeitest du auch Artefakte? Hey, wenn du was gefunden hast, musst du es abgeben. Ist das so? Weißt du, was der Orden mit dir macht, wenn du Artefakte zurückhältst? Sie rekrutieren dich und dann geht's ab in die Vulkanfestung. Ich kann auf mich aufpassen. Du vielleicht. Aber nur weil ich der Schmied bin, heißt das nicht, dass sie bei mir eine Ausnahme machen. Das ist mir zu gefährlich. Ich will nichts damit zu tun haben. Na gut. Um den Klingenstab für Marcello. Ich habe ihn geschmiedet. Was hat das damit auf sich? Alvaro will sich mit diesem Geschenk beim Orden einen wichtigen Freund machen. Der Klingenstab wird bestimmt gut bewacht. Naja, sollte man eigentlich meinen. Aber... Das Kellerschloss ist alt und rostig. Es lässt sich mit einem Stück Draht aufbrechen. Ich kann aber nicht Schlösser knacken. Und den Schlüssel für die Truhe trägt Alvaro am Gürtel. Ich würde mir über was anderes Sorgen machen.
Überleg gerade. Also, worüber würdest du dir Sorgen machen? Über Alvaro selbst. Nachts schleicht er manchmal durchs Haus. Wenn er jemanden erwischt, kriegt derjenige ganz schön Ärger. Was würdest du jemandem empfehlen, der in den Keller will? Er sollte möglichst leise sein und falls Alvaro wach wird, gut, so lange warten, bis der woanders ist. Okay, ganz ehrlich, das lade ich neu, das ist komplett unnützes Geld rausgeschmissen jetzt. Das hätte ich mir auch selber beantworten können. Warte mal, Junge. Okay. Was muss ich denn noch tun? Ist die Frage. Ich müsste mal irgendwo pennen. War ich hier oben nicht? Immer nicht. Na, hallo? Geh doch mal da rein. Wehe, du hast Käse in deinem Kleiderschrank. Hier war er und. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Natürlich nicht. Hoch mit dir, das ist mein Bett. Ach komm, wie hast du das jetzt mitgekriegt? Hey, wie hat ihr das mitgekriegt? Das ist überhaupt nicht hier oben. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich wollte nur schlafen. Na gut. Na gut. Warte nicht. Warte mal. Jack nicht hier unten im Bett. So, und es regnet ganz toll. Habe ich eigentlich wieder normale? Ja, habe ich. Nehmen wir mal so, so und so. Okay, dann quatschen wir jetzt nochmal mit dem Hut. Wegen der Kuh. So, mein Freund. Was willst du hier? Oder muss ich bis... Hey, ich habe ihm doch jetzt einfach den Kopf da reingelegt. Wieso? Das verstehe ich nicht. Der müsste doch schon längst versucht haben, da drin zu pennen. Oder muss ich bis Mitternacht dann selber hingehen? Na gut, probieren wir das mal aus. Springt viel zu viel rum. Nee, falsches Haus. Schon wieder. Du bist auch den ganzen Tag und Nacht am Fegen, ne? Was hast du hier zu suchen? Hä? Ja, hier liegt... Das sind unsere Tiere, du Mistkerl! Oh. woher wollt ihr denn jetzt wissen, dass ich das war? Ich lad mal neu. Bin ich wieder... Nee, okay. Ja, keine Ahnung. Was muss ich denn machen? Weißt du, was ich machen muss? Ich habe ein bisschen Kopf dahingelegt. Und nun? Ich habe irgendwas, glaube ich, nicht gemacht, ne? Ich habe ja noch keine Quest oder sowas dafür. Glaube ich. Trigger ich das denn? Mit Luisel nochmal reden? Ah! Konrad hält ein paar Kühe beim hinteren Stadttor. Schon mal nicht schlecht. Und weiter? Ah, okay. Konrad hat eine ziemlich gute Kuh, die Bertha.
Aha, damit lässt es sich doch arbeiten. Denkst du das Gleiche wie ich? Bestimmt nicht. Er wird Berthe bestimmt vermissen. Und vielleicht wird dir Thorin daran erinnern, dass er noch mehr zu verlieren hat. Okay. Alles klar, unser Geschenk ist angekommen. Ich schätze, Konrad wird nicht mehr gut schlafen. Geben wir ihm ein wenig Zeit, die Situation zu begreifen. Wann soll ich zu ihm gehen? Das hat keine Eile. Ruh dich ein wenig aus. Geh zu Sonja und amüsier dich. Und dann besuchst du Konrad. Alvaro hat einen Klingenstab im Keller. Na, das klingt doch nach einer günstigen Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass Cid und Delgado dir die nötigen Talente beigebracht haben. Nun, falls nicht, solltest du das nachholen. Ja, geht ja nicht. Und was mache ich mit dem Klingenstab? Die sind weg. Du wirst den zurückgeben. Ach so, ein Mist. Ausgerechnet die Quest. Wie ein anständiger Bürger das tut. Natürlich nicht, ohne einen angemessenen Finderlohn zu kassieren. Und darauf wird Alvaro sich einlassen? Er ist Geschäftsmann. Solange du nicht zu unverschämt wirst, wird er es sich zumindest überlegen. Oder ich nutze ihn einfach selber. Ach ja, so ein Mist. Hat mir das echt verbaut mit Taschendiebstahl und Böserknallen. So. Gute Nacht. So, mein Freund. Was? Du? Hallo, Konrad. Wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wovon redest du? Meine Bertha. Du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch. Du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte, na gut. Du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst! Ich kann aber... Das hat nicht gereicht, damit er sie da reinlässt. Das ist schlecht. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizgargen erkannt, was gut für ihn ist? Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. Das heißt, ich werde nie wieder was mit diesem Mann zu tun haben. In der Hinsicht. So. Tja. Für alles andere. Ich brauche Taschendiebstahl und so ein Krempel. Und Schlösser knacken vor allen Dingen. Das ist alles belastend. Nee, ein Mädchen für die Nacht möchte ich oder nicht? Aha. Na nun? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Was auch sonst? Wo geht's denn hier hin? Sehr altertümlicher Schalter. Wo bin ich denn jetzt? Vermutlich im Haus des Don, oder? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Ja, ich glaube. Thron. Lol, hätte ich einfach einen Schalter drücken können. Ja, hier ist einfach das Haus. Vermutlich kann ich die jetzt verraten. Na gut, ich quatsch mal mit dem Jungen. Hey du, was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Bleib locker, ich bin schon wieder weg. Moment mal, so einfach kommst du mir nicht davon.
Du spazierst hier doch nicht einfach so herum. Willst du was kaufen? Oder was? Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Natürlich handelt der jetzt mit mir. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Ach so. Lass uns handeln. Oh, Witz erzählen. Sehr gut. Armbrust. Nee, danke. Woher bekommst du deine Artefakte? Na. Du willst mir doch nicht etwa Ärger machen, oder? Ich doch nicht. Du kannst froh sein, dass ich sie dir anbiete. Das sollte dir reichen. Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Wohin führt dieser Gang da drüben? Das könnte ich dir sagen. Ich müsste dich aber anschließend töten. Ich könnte auch einmal nachgucken. Das willst du doch nicht, oder? Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter. Und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Erzähl mir ein bisschen mehr über dich. Du bist mir zu neugierig, Kleiner. Wenn ich jedem beliebigen Kerl auf den Leim krieche, dann müsste ich ja verrückt sein. Don Esteban würde mich auf der Stelle von meinen Pflichten entbinden und auspeitschen. Und schon hat er gesagt, dass er zum Don gehört. Du arbeitest also für den Don. Ach komm, das siehst du doch, du Schwachkopf. Ich trage die Rüstung seiner Leute und halte mich im Hintergrund. Nur ein Idiot. Toll, wenn ihr so ein Erkennungszeichen wie eine Rüstung habt. Dass ich zum Don gehöre. Bist du ein Idiot? Schon gut. Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, von dem die Jungs draußen reden. Oder? Und wenn es so wäre? Du hast hier in der Stadt schon für einigen Wirbel gesorgt. Es heißt, du würdest in dieser Stadt etwas bewegen. Naja. Da kann ich nur für dich hoffen, dass du dich für die richtige Seite entscheidest. Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Eins? Genauer gesagt sind es gleich drei. Ah, er will die Goldschalen. Hier in der Stadt seien drei sehr wertvolle Schalen aus Gold. Was ist, wenn ich das einfach jetzt... Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir, sagen wir, 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Das Ding ist... Ich habe zwei bei den Banditen und drei bei den Ordenskriegern. Wenn ich das jetzt mache, dann fehlt mir ja eine für beide. Oh, das habe ich schon anders. Klick. Wo sollen diese? Lass hier mal durch. Aber was ist? Kenne ich ja schon. Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob man dir vertrauen kann. Du bist zwar für uns kein Unbekannter mehr. Jedoch wäre mir wohler, wenn du noch eine Sache für uns erledigst. Hilf noch einem weiteren von uns, dann kommst du wieder. Und ich werde dir über unseren Plan erzählen. Okay, also habe ich doch drei. Das ist die Goldschalenquest das letzte. Ja, wie habe ich drei? Wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. Sobald wird der Inquisitor wohl nicht wieder abziehen. Was sehr bedauerlich ist. Aber wenn wir schlau sind, vermeiden wir erstmal einen offenen Konflikt mit ihm und seinen Ordenskriegern. Wenn sie sich nur aus unseren Geschäften heraushalten würden, wäre ich schon glücklich. Na denn. Ich besorg dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar, wäre doch schade drum. Okay, wir speichern mal eine Runde. Für den Don. Guck mal. Hier, hast du deine drei Goldschalen. Ah, sehr gut. Hier hast du dein Gold. War mir was ein Vergnügen, für mit dir Geschäfte zu machen. Okay, dann laden wir mal neu. Dann ist das doch die letzte Quest, die Entscheidung herbeiführt. Ding ist, ich weiß nicht, ob mir das irgendwas verbaut, wenn ich mich jetzt schon entscheide. Gucken wir mal hier ein bisschen rum. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Hier, Mensch. Lecker Äpfel.
ohne den richtigen Schlüssel. Ich komme aus der Stadt nicht raus, ohne eine Entscheidung zu treffen. Das ist natürlich auch hart belastend. Ja, dann muss ich ja die Quest im Banditenlager noch machen können, denke ich mal. Es wäre echt dumm, wenn Piranha bald so eine Entscheidung trifft, weil... Also gut, ich hätte mich auch entscheiden können am Anfang, dass der mich zum Banditenlager führt, aber man geht doch erst in die Stadt eher. Mit so nichts. Quatsch mit Sonja wegen dem Eingang. Oder nicht? Wie viel Geld habe ich eigentlich mittlerweile? 1000. Doch fast ein bisschen dazugekommen. So, was haben wir denn noch? Die Söhne können wir nicht machen. Goldschalen, okay. Karte der Insel. Dafür brauche ich... Dafür muss ich einen Weg aus der Stadt finden. Die Macht des Dorn. Alle Macht im Dorn. Hilft noch ein weiterer von uns? Der gefangene Schatzsucher. Ja. Was mit den Goldschalen? Die müssen weg. Betty. Für die Dame. Ja gut, da muss ich auch raus. Dafür auch. Den Ring. Ja, geht auch nicht. Carlos. Und Ordnung. Metall. Belvao abkassieren. Okay. Die meisten davon kann ich nicht machen. Die ich machen kann, hängen mit den Goldschalen zusammen. Was mir noch einfällt gerade, wir können noch da hinten hin. Das machen wir nochmal. Na, Buddy. Was geht? Ich finde das schön, wie das Schiff hier einfach vorne so einen Kuhkopf dran hat. Oder was soll das sein? Das sieht eher aus wie so ein Löwe oder sowas mit Hörnern. Gibt es hier was auf dem Schiff? Ich will jetzt nicht drauf gehen. So, was ist denn das hier? Ick. Hey du, was lungest du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl keinen Unsinn, du Schwachkopf. Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Was genau bewachst du hier? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Vielleicht. Pass bloß auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov. Einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja, seine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Hm. Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Ich will mit Romanov sprechen. Du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Na denn? Na, Goldmünzen. Was willst du haben? Jeder andere Arsch der Stadtwachen amüsiert sich abends in den Kneipen. Oder geht in Sonjas Bordell. Aber ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Ich stehe hier draußen schon seit Tagen bei Wind und Wetter, wie so ein gepeinigter Köter. Das geht mir ganz schön gegen den Strich, das kann ich dir sagen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Dafür lässt du mich mit Romanov sprechen. Na gut, abgemacht. Beeil dich aber damit. Sonst setze ich hier noch Moos an. Und weh, sie ist schäbig wie die Nacht. Da wird nichts aus unserem Geschäft, klar? Okay. Ich glaube, die gute Annika sitzt da vorne nicht zufällig. Guten Tag, hallo. Sergio? Ja? Was bist du denn? Du bewahrst hier die Schiffe. Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Ja, unter anderem.
Schon mal einen Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkeizelle, oder? Der Mann in der Hafenkeizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanow ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanow ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanow vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanow nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Okay. Was ist an dem Gold von Romanow so wichtig? Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig. Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung geliefert werden. Romanows Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen. Findest du nicht? Klar, macht Sinn. Vielleicht kann ich dir helfen, Romanows Gold zu finden. Ha! Der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt hält. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkai verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein. Wenn ich bloß wüsste, wo. Ich werde Romanows Gold für dich finden. Sehr löblich von dir, Kleiner. Aber wieso glaubst du, dass gerade du es findest? Ist das auch eine Quest dann für den Orden? Das haben wir schon seit Tagen versucht. Ohne Erfolg. Naja, aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Ah ja. Okay. Die Stadtwache da hinten lässt mich nicht mit Romanow sprechen. Das ist ja gut so. Stell dir mal vor, er würde jeden zu ihm lassen. Soll ich jetzt das Gold von Romanow finden oder was? Moment mal. Wenn ich mich recht erinnere, wolltest du das Gold beschaffen. Ich hatte dich nicht darum gebeten. Also beschwer dich jetzt nicht. Wow. Wie du das anstellst, ist mir egal. Hauptsache, wir kriegen das Gold. Ist ja entzückend. Du bist ein Ordenskrieger. Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand, nehme ich an, was? Na. Nein, eher deine Rüstung, nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Der Inquisitor, wie ist er so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Na gut. Okay, Gold von Roma noch suchen. Ich denke mal nicht, dass das für dieses Dorn- und Orden-Ding zählt. Weil ich es gibt kein Gegenstück dazu. Ich könnte deine Dienste brauchen, die Zellenwache am Hafenkai. Hör zu. Erst das Gold, dann das Vergnügen. Bezahl mich bei Donna Sonja. Dann reden wir weiter. Jetzt muss ich echt darüber laufen? Ach komm schon, Mädchen. Kann ich sie einfach direkt bei dir bezahlen? Ich meine, ihr kriegt anscheinend sowieso kaum was von dem Gold. Ja gut. Bringen wir mal. Es geht halt echt schneller, wenn man springt. Komm jedenfalls zuvor. Oder bilde ich mir das ein? Ich brauche eins deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Hafenkai, sagst du? Nimm Annika. Sie schwirrt da draußen irgendwo am Hafenkai herum. Was du mit ihr machst oder für wen du sie brauchst, machst du am besten mit dir selbst aus. Alles klar. Annika, am Hafenkai. Danke. Ja gut, das wusste ich ja schon. Weg.
Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Na gut. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dir oder zu dir? Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. So, so. Er schickt wohl dich, weil er selbst zu feige ist, was? Der gute Dick. Schon gut. Wo ist dieser Dick? Er hält Wache bei der Zelle am Hafenkai. Ach ja, den Kerl meinst du. In Ordnung. Bin unterwegs. Dankeschön. So, müssen wir mal zu Dick. So, da Sergio da gerade mal wegläuft. Was gibt's denn so auf deinem Schiff? Eine Hornmuschel. Eine Fackel. Das hat sich ja gelohnt, was du hier bewachst. Das ist wenigstens eine Truhe. Ja, super. Die Schiffe, die er bewacht. Hier ist ein Schiff. Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Ah, das ist gut. Endlich mal was los hier auf diesem beschissenen Posten. So, nun zu dir, Kumpel. Komm mit nach hinten. Dort sieht uns keiner. Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel. Mhm. Ach, das ist ja schon. Hätte ich nicht... Mädchen, das ist irgendwie nicht richtig. Was tust du da? Hätte ich einmal das Fenster klettern können? Probleme haben wir alle. Jetzt lauf vernünftig. Wo bist denn du jetzt? Hä? Annika? Die ist nicht ins Wasser gefallen. Ist was? Du stehst hier nicht richtig. Gibt's Probleme? Ja, es gibt Probleme, weil die Quest buggt. Das ist nicht gut. Okay. Die resettet. Ist was? Ja, es ist was. Kannst du bitte einfach hier rundherum gehen? Okay, das sieht gut aus. Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut, hier hast du ihn. Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. Viel Spaß. Gut, Leute, dann würde ich sagen, quatschen wir mit Romanov beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.